Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Tomb Raider 1. Und wir melden uns immer noch aus dem Heiligtum des Kions aus Ägypten. Wir haben den Schlüssel gefunden, den Skarabäus, und gehen jetzt weiter nach innen. Ich dachte wirklich, das wäre eine durchgezogene Rutsche. Naja. Kommen wir hier noch weiter? Nö. Da passen wir nicht durch. Weil die hier noch nicht kriechen kann. Sie machen mir immer noch Kopfschmerzen, Lady. Ein kleiner Vogel sagt mir, ich soll sie zur Hölle schicken. Entschuldige mal, wer von uns redet hier mit Vögeln, ja? Wer ist hier irre, ja? Jawohl, dann du. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Kein Wunder, dass der Typ Kopfschmerz hat, wenn er mit Vögeln redet. Hier habe ich jetzt auf dem ersten Blick nichts gesehen. Hier jetzt auf die Schnelle auch nicht. Aber da ist schon der letzte Teil des Kion. Das ist auch so eine Änderung, das spricht einfach so Bände für die Technik. Früher war das alles statisch, heute dreht es sich und bewegt sich. Nach Lust und Laune. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie so groß schwieriger geworden. Naja, holen wir uns jetzt erstmal den letzten Part. Des Gion. Danke. 2 Fundstücke nicht gefunden. Shit. Das kleine Biest. Howdy. Guten Tag. Howdy. Haben Sie Larsen das Licht ausgeblasen? Wenn man es so ausdrücken will. Tja, Ihr kleiner Ferienausflug ist zu Ende. Wird Zeit, dass ich zurückbekomme, was Sie mir gestohlen haben. Schauen wir doch mal in die Lunchbox. Na los. Tötet sie. Hey. Ihr Vollidioten. Lasst uns gehen. Zielen muss gelernt sein. Definitiv. Ich finde einfach das Bild Lara am Motorrad, das passt einfach. So ein ikonisches Bild, da war ja auch in den Filmen schon so. Also in den alten Tomb Raider, in den neuen erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Doch, ich meine, da fährt die auch im Motorrad, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber in den Filmen, in den Spielen immer wieder. Lara und das Motorrad, das hat Legendenstatus. Ganz simpel gesagt. Was zum Geier war das? Was denn? Da drüben. Wahrscheinlich nur ein Fisch. Soll ein ziemlich großer gewesen sein. Mann, bist du nervös? Ich gehe wieder rein. Kommst du mit? Und erstmal ein Schläfchen. Ruhig halten. Da kommt es. Seid ihr fertig? Ich glaube, der hat uns gesehen.
So, einmal ganz kurz zwischenspeichern. Ja, ist schon der second try. Gab technische Probleme, jetzt sind sie gelöst. Vielleicht ist ja hier auf dem Grund was. Okay. Dann... kapiere ich jetzt nicht. Ah, okay, die Strömung war wahrscheinlich zu stark. Aber dadurch, dass ich den Weg ja jetzt auch ein wenig kenne, sparen wir uns auch ein wenig Zeit. Zumindest die ersten drei Schalter. Zwei. Ich finde das cool, dass sie den Wasserfall so als Wand dargestellt haben. Das finde ich cool. Okay, wieso komme ich jetzt auch auf einmal nicht aufs Boot? Ging eben noch. Ah. Wunderschön. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ah, ich wünschte, ich wäre mit dem Seitwärtssprung da hochgekommen. Ich werde aber gleich oben einmal taktisch zwischenspeichern. Wie gesagt, das waren so die Wege, die kannte ich schon. So. Gut. Sieht jetzt erstmal sehr gut aus. Ich hoffe, da wird jetzt niemand umbringen. Ich schätze mal, da drin sind die Wumm. Das Problem ist, hier laufen... Ich habe in dem Video mindestens drei Leute gezählt, die uns allesamt umbringen wollen. Nein. Ja. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe wirklich jetzt Respekt. Kann ich die Kiste ein bisschen rüberziehen? Ich traue solchen Dingern nicht. In 9 von 10 Fällen will es mich umbringen. Ich habe den Zwischenspeicher vergessen. Das müssen wir dringend nachholen.
Ich glaube, ich weiß, wo der erste dieser komischen Schlüssel ist. Dazu müssen wir wieder rauf. Ah, das ist ja mal praktisch. Da hinten war noch ein Drill an. Ich will erst darüber. Genau aus solchen Gründen speichert man. Ach so, Moment, das ist das. Dann machen wir es in Eleganz. Ah, wir können uns sogar hochziehen. Cool. Das ist jetzt echt mal mega scheiße hier, weil ich keine Orientierung habe. Okay, wir machen Folgendes. Wir stellen die Kiste da in die Kuhle. Da denke ich, wird sie niemanden mehr stören. Noch eine Kiste. Sauber. Kommt mir vor wie bei dem Möbelpacker hier gerade. Problem ist, ich habe keine Wumme. Wenn da jetzt ein Gegner ist, sind wir sowas von fett erledigt. Ein Hebel. Unter Wasser schwimmt die Alte einfach schneller. So, jetzt ist die Frage, schieben oder ziehen? Haut das überhaupt hin vom Platz? Nein. Es sei denn, wir können das Ding zur Seite wegschieben. Dann haben wir eine Chance. Ja, so fängt es nämlich an. Mit solchen Kleinigkeiten. Müssen wir das Ding eben reinschieben. Wie weit geht der Tunnel?
Okay, jetzt habe ich offiziell Respekt. Sieht aus wie der Parcours, wo der Kleine uns. Also wie gesagt, auch hier, ich kenne wieder so Teile von anderen YouTubern von den Let's Plays. Aber jetzt auch wieder nicht alles auswendig. Und das sieht halt so aus wie da, wo uns einer der platt machen will. Das sieht aus wie der Parcours von dem Kleinen. Bringen wir das Ding erstmal an seinen Platz. Und dann schauen wir weiter. Zumal es ja auch Abschnitte geben muss, wo man halbwegs safe ist. Ja. Bringen wir das Ding noch kurz an seinen Platz und dann machen wir Cut. Fangen wir ganz links an. Sicherung Nummer 1. An ihrem Platz. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wir befinden uns in Nutlas Katakomben, nähern uns langsam dem großen Finale. Ich freue mich, habe immer noch Spaß an der Sache und es gibt noch ein bisschen was zu sehen nebenbei. So, da gibt es ja auch noch ein paar Dinge, auf die wir uns freuen können. Das aber alles ist noch Zukunftsmusik. Für heute war es das erstmal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.